Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur Blockchain-Vorlesung. Ich habe heute zu Gast zwei Gäste, Yves Boutillier und Oliver Winkler, sind beide Blockchain- und Web3-Enthusiasten. Und Yves und Olivier, könnt ihr euch ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin der Yves. Ich habe Biologie studiert bis letzten Sommer und dann habe ich gedacht, ich gehe den Weg vom Self-Taught Developer. Und so nach einem halben Jahr bin ich durch so Kryptowährungen in Web3 eingerutscht, weil es recht schnell mich mehr interessiert hat, was steckt noch sonst dahinter als nur so ERC20. Und dann habe ich bei einem Hackathon mitgemacht. Dann habe ich bei einem Startup mitgeschafft, wo ich einfach über den Discord-Channel reingekommen bin. Das ist auch echt cool. Und vor einer Woche habe ich bei einem anderen Startup angefangen, Vollzeit. Genau, das ist im ReFi, im Regenerative Finance Bereich. Dort kann ich auch gerade meinen Background von Biologie leveragen. Cool, danke. Ja, wieder Olivier. Ich habe die Lehre vor 1,5 Jahren ab Informatiker, Applikationsentwicklung und ja, dann habe ich noch ein Jahr nachher weitergearbeitet im gleichen Betrieb und bin jetzt seit dem Sommer eigentlich Vollzeit auch im Web3-Bereich, also vor allem als Blockchain-Engineer tätig. Und bin eigentlich auch ein bisschen durch Kryptowährungen in diesen Bereich gekommen, habe aber dann auch eben das Potenzial von dieser Technologie erfasst und habe mich dann dazu entschlossen, das selber zu lernen. Cool. Ganz kurze Frage, wie sind ihr zu eurer ersten Kryptowährung gekommen? Das war custodial-mässig über Binance, weil mein Kollege wollte einen Trading-Bot kreieren, also mit API und nachher irgendwelche Algorithmen schreiben. Technical Analysis haben wir probiert und auch ein bisschen AI, ist nicht gut gegangen, aber ja, damals habe ich mich null interessiert für den Bereich, sondern eher für AI und Machine Learning. Aber nachher, ja, 2 Jahre später, das hat es mich dann doch irgendwie gepackt. Voll. Okay. Und bei dir, Olivier? Ich glaube mal 2017 von so Krypto so gehört, im Bullrun. Habe es aber dann auch nicht gross weiterverfolgt. Und dann glaube ich so im Late 2019 bin ich einfach mal mit einem Kollegen drauf gekommen. Und wir haben dann irgendwie einfach mal ein bisschen beobachtet. Und wir sind jetzt beide immer noch investiert, aber er ist jetzt nicht, der hat jetzt nicht den Weg gemacht, den ich gemacht habe. Er ist mehr so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Gut, und als nächste Frage, mit welchen Themen beschäftigt ihr euch? Also ich persönlich beschäftige mich auch eben ein bisschen im DeFi-Bereich, wo es natürlich auch von meiner Arbeit aus halt recht in diesem Bereich ist. Aber mich interessieren persönlich auch alle Themen, aber so mit dem DAO-Zeug, aber dass man das kann, aber irgendwie dezentral auf so eine Organisation aufbauen, die einfach ein Selbstläufer ist, die einfach funktioniert. Also das ist einmal das Ziel, dass es funktioniert. Aber dann auch noch das Ganze irgendwie Proof of Authority oder irgendwie Proof of Ownership, sei es mit NFTs oder so. Einfach all das, was man einfach kann digitalisieren kann, wo jetzt so wie es jetzt ist. Wie man es jetzt braucht, halt mega aufwendig ist. All so Sachen. Also eigentlich relativ breites Spektrum. Also genau, breites Spektrum. Und du hast DAO erwähnt, DAO steht für Decentralized Autonomous Organization. Das ist eine Organisation, die dezentral verwaltet wird. Dazu kommen wir später noch mehr. Und bei dir, Yves, was sind die Themen, mit denen du dich gerade beschäftigst? Ja, momentan beschäftige mich gerade ein bisschen mit Biologie, aber das ist wegen dem Startup. Sonst beschäftigt mich sehr so die Community, wie sie in Web3 funktioniert und ja, die verschiedenen Trustless, also Trustless ist so ein Konzept in Web3 und Blockchain, weil man oft alles on-chain hat. Und eigentlich dann nicht muss jemandem anders vertrauen, dass es so ist, sondern man sieht, was die Logik, die Business Logic ist on-chain, wie aufgeschrieben in den Funktionen und in den Daten. Mit dem beschäftige ich mich eigentlich momentan recht. Und Real-World Assets on-chain. Okay.
Und zu Real World On-Chain Assets haben wir gerade noch etwas mitgebracht. Und zwar geht es NFTs. Also, wir haben uns in der Vorlesung mit NFTs beschäftigt. Und am nächsten Mittwoch, am 10. kommt der Olivier und der Yves, kommen an die Ost und verteilen NFTs. Der Yves wird noch genau sagen, was für NFTs sind. Das heißt, auf dem Mainnet gibt es NFTs, wo man für die, die dort sind, wo dann die überkommen. Yves, was hat es auf sich? Okay, es ist eine einfache Art für Communities wie so die Leute zu belohnen oder Anerkennung zu geben für Contribution oder Attendance, zum genau sagen, also Proof of Attendance Protocol, PoAP, sind NFTs, die man einfach kann geben kann, wenn man irgendwie ein Event hat. Ich bin jetzt, diesen Sommer bin ich in Warschau gewesen, am Ethereum Hackathon und Conference. Und in Berlin bin ich auch noch gewesen. Und an beiden Orten hat es dann wie so Pop-ups gegeben. Gewisse Stände haben auch Pop-ups, um so zu zeigen, oh, ich bin an diesem Stand gewesen, ich habe mit diesen Leuten geredet und so. Und genauso habe ich gedacht, könnte man auch einen Pop-up machen für die Presse. Und um die Community ein bisschen so bootstrappen mit so ein bisschen Assets und Proof of Contribution oder Attendance halt. Genau. Was heißt der nächste Hackathon? Wenn irgendjemand einen Hackathon organisiert, sicher nicht vergessen, Ein Pop zu machen, einen ja. Pop zu machen, genau. Das ist ganz wichtig, weil wenn man das nachher kann vorweisen kann, so ein Pop, dann ist man nicht tätig. Ja, Zum voll. Stil von Social Media. Ja, das Coole ist auch noch, dass halt nachher Smart Contracts kannst machen oder DAOs und dann die NFTs referenzieren und Logik auf dem aufbauen. Das ist halt das Coole an Blockchain. Oder Smart Contracts, genau. Ja, das ist cool. Da kann man nachher Sachen automatisieren und es hat schon Potenzial. Gut, jetzt hast du noch ein paar mehr Slides noch mitgebracht, auch bezüglich DAO, also eben Decentralized Autonomous Organization. Und dann wirst du also etwas darüber Ja. erzählen, was du mit einer DAO willst machen oder was deine Vorstellungen dort sind. Genau, wie ich vielleicht vorher schon gesagt habe, ich bin recht neu in dem Space. Also im Januar, Februar habe ich damit angefangen und dann ja, in der kürzesten Zeit bin ich halt Vollgas in das IE. Und ich bin über Twitter und YouTube in das IE gerutscht, aber ich habe in der Schweiz niemanden gekannt und habe auch gemerkt, das ist recht schwierig, jemanden kennenzulernen. Und dann habe ich gesehen, wie es in anderen Ländern gemacht wird, in Deutschland, in den USA, in Portugal, wo auch immer. Und dort gibt es meistens eigentlich einen DAO, so für das ganze Land, wo sie wie eine Community wollen aufbauen oder am Aufbauen sind oder schon eine größere haben. Letztens habe ich mit zwei aus Korea geredet, wo ein Hackerhaus haben in Seoul, haben vier Häuser, haben einen Coworking Space. Und sie sind auch immer DAO organisiert. Und so etwas fehlt in der Schweiz komplett. So eine Web3 Native Group und so ein Safe Space und Educator, um in Web3 jetzt starten. Ich habe mit YouTube-Videos angefangen und ich bin mir sicher, in der Schweiz hat es viele Leute, die auch so angefangen haben, aber vielleicht vom Background her sich noch nicht qualifizieren, um in der Web3 Industry oder Krypto-Bereich zu arbeiten. Aber würde das gerne. Und dann müsste es irgendwie an eine Fachhochschule gehen oder eben, je nachdem, es ist ein umständlicher Weg und es wäre cool, gäbe es einen Ort, wo man dann das könnte lernen. Und so etwas wie eine User Group, also vielleicht kennt ihr Linux User Group oder so etwas, wo man zusammenhockt und Probleme löst, Sachen hackt. Genau, so etwas habe ich auch noch nicht gefunden. Und es gibt mega viele Strong Institutions, wie ich das nenne. Zum Beispiel Swiss Crypto Valley, das ist jedem ein Begriff. Oder die Uni Zürich ist mega stark, auch die ETH. Und wenn man dort nicht Student ist, getraut man sich kaum, dort anzugehen. Und sie haben auch keine Web3-Structure, also sie sind nicht in einem DAO organisiert. Und das revolutionäre Potenzial muss man irgendwie von Grund auf aufbauen. Ja. Das kannst du nicht in traditionellen Institutionen einfach so mal machen. Deswegen ja, ist das so ein bisschen mein Punkt. Das Problemstatement sozusagen. Okay, und das willst du
mit einem DAO versuchen, dem Struktur zu geben. Ja, genau. Okay. Könnt ihr vielleicht auf den nächsten Slide gehen? Ja, Web3, True Web3 ist bottom-up. Es gibt viele Punkte, wo noch nicht bottom-up sind oder noch nicht wirklich dezentralisiert. Aber deswegen ist es eben wichtig, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Handeln und probieren, das aktiv mitzugestalten, anstatt das einfach den Big Players zu überlassen, das Feld. Und ETH Global ist so eine Organisation, die zu der Ethereum Foundation dazugehört. Ihr Ziel ist Adoption und das Ökosystem irgendwie so aktiv zu gestalten. Sie machen da viele so Conferences. Momentan ist gerade eine am Laufen in Bogota. Und sie haben mal so ein Developer Survey gemacht. Oder wahrscheinlich ist es nicht nur Developer, sondern generell. Und sie haben dort gefragt, warum Leute nicht früher angefangen haben, sich zu involvieren in dem Space. Und dann wirklich fast die Hälfte gesagt, sie haben gedacht, sie wissen nicht genug. Und das habe ich das Gefühl, das ist oftmals so der Fall. Und das möchte ich eigentlich, also das möchte ich, dass die Antwort eigentlich in der Schweiz nicht möglich ist. Eine Antwort, die man jetzt auf dem Video nicht sieht, weil mein Video überlagert, ist die letzte. Das ist I thought ETH, also Ethers, would go to zero and fail. Das haben 4% gesagt. Genau, 4,7. 4%. Aber 43% sagen, hey, ich weiß nicht genug darüber. Und das ist doch eine relativ grosse Zahl an Leuten, die das sagen. Ja, oder man könnte ja noch dazu eine I feared starting over, also Developer, Punkt 7,4% kannst addieren auf die 43, dann sind wir schon bei 50, wo eine gute Community wird Leute auflüpfen und mitziehen. Genau. Okay. Und eben die Lösung zu dem sehe ich als Web3 Native Group, dass man Meetups hat, User Group mäßig, wie ich vorher erzählt habe, dass man zusammen Tutorials anschaut, macht, gewisse, die mehr wissen als andere, denen wie Workshops geben, dass man zusammen irgendwelche Projekte löst und vielleicht auch damit so für das Kollektiv Geld verdient, um Aktivitäten gestalten. Und was auch mega wichtig ist, eine gute Online-Präsenz. Mega viele Schweizer Crypto-Player sind nicht wirklich stark im Online-Bereich. Also letztens war ja so ein Hackathon in Zürich zu Blockchain. Ich habe aber nicht davon gewusst, obwohl ich voll Gas in dem Space bin und bin nach Berlin gegangen, ein Hackathon. Aber ich wäre gerne da gewesen, aber eben, ich habe es nicht mitbekommen. Genau, deswegen, das ist auch mega wichtig. Und wir werden nicht nur Developer suchen für den Space, sondern auch Marketing-Leute und Social Media, ja, das ganze Spektrum. Es geht eigentlich mehr, also es geht um Web3 generell und einfach dort wie jetzt contributen. Okay, der Hackathon, das ist der SB-Hack gewesen, ist das Ja. möglich, wo mit vom Trust Square co-organisiert Ja. war und irgendwo im Technopark, glaube ich, stattgefunden Ja. hat. Okay, ja, das genau, also. Ja, das ist so, wenn man jetzt, wo ich vorher das erste Startup, wo ich geschafft habe, ist in Irland gewesen. Jetzt das zweite ist da in Zürich. Jetzt, wo ich da in Zürich bin, ich merke schon, wenn du in einem Startup bist, jedes Startup kennt ein anderes Startup, dann ist easy. Aber zu dem Punkt, wenn du noch nicht an dem Punkt bist, das ist schwierig. Und ich finde, das kann es nicht sein. Okay. Genau. Genau, und vielleicht der letzte Punkt von der vorherigen Slide war, dass man die Aktivitäten halt mit Web3-Tools probiert zu organisieren. Also so Learning by Doing. Nicht, es gibt zum Beispiel ein grösseres Meetup, bin jetzt zweimal gewesen, das zum Thema Merch war recht gut besucht mit sicher 80, 90 Leuten. Dass die Woche am Dienstag weniger Besuch waren mit etwa 30, 40. Aber man geht dort an und redet einfach ein bisschen. Es ist nicht wirklich eine User Group oder wenn du keine Ahnung davon hast, dann gehst du auch nicht wirklich dort an. Es ist eher so das Kennenlernen oder so das Unterhalten mit anderen, so vom anderen Startup, wo man auch so ein bisschen ab und zu etwas zu tun hat. Ja, wenn man schon dabei ist. Ja, genau. Okay. Ja, genau, Und Sam. genau der Punkt, der mag ich besonders. Also, don't talk, but do. Nicht nur Web3, auch generell Ja, einfach. gutes Motto.
Immer machen, immer probieren, da finde ich immer das Beste. Wenn man etwas nicht weiss, ausprobieren, Prototyp, da kommt man am besten rein. Genau, most importantly, no entry barrier. Ja, so würde ich so sagen, dass wir den ersten DAO für die Schweiz wirklich machen können, also mit Betonung für die Schweiz, dass es sozusagen wie ein Web3-Layer von der Schweizer Bevölkerung wäre, wo alle Leute, die Web3 interessiert sind und dort wollen wir mitmachen. Ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie irgendwie damals im 17., 18. Jahrhundert mit Enlightenment, wie heißt das auf Deutsch schon wieder, Aufklärung. Ja. So, dass man sich trifft und debattiert und damals ist es mehr philosophisch gewesen, jetzt ist es philosophisch und technisch. Aber schon rund um Technologie, Web3, um DAO. Ja, Also und nicht nur einfach ein DAO für alles, sondern schon fokussiert auf Web3 und die Technologie. ja, genau, und auch, aber auch die philosophischen Implications, das auch. Also das Dezentrale. Ja, genau. Okay. Ja. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das ist jetzt letztens rausgekommen, der Network State, wo es so darum geht, was könnte der Successor, der Nachfolger vom Nation State sein, was könnte der Network State sein und Blockchain könnte eine Möglichkeit sein, dort anzukommen. Ja, spannende Themen. Definitiv, ja, definitiv. Genau, und wenn wir so einen DAO hätten, dann hätten wir Vorteile für die Schweiz und Vorteile fürs Individuum. Zuerst mal für die Schweiz. Man würde die Adoption und Literacy, also die Belesenheit von der Bevölkerung und die Awareness können vergrößern. Und die Leute könnten sich vernetzen. Also man hätte dann ein stärkeres Netzwerk generell in der Schweiz. Und man hätte erfahrene Arbeitnehmer und Entrepreneure, Erfinder, genau in der Schweiz. Und wie ich mir das vorstellen ist, dass man eben zusammenkommt und Erfahrung in Web3 sammelt und das gerichtet zum Growth, zum Wachstum von dem DAO. Also man tut gemeinsam seine Erfahrungen sammeln, indem man die gemeinsamen Wert in die Öffentlichkeit trägt und Projekt macht, um zu zeigen, was es genau ist. Und auch fürs Individuum, also für euch, wenn ihr interessiert wärt, da mitzumachen, gibt auch Vorteil für euch. Und das ist eigentlich auch mein Punkt. Momentan sind wir eine Handvoll Leute und suchen eigentlich wie so Founding Contributors, also Leute, die vom Anfang an dabei wenn sie. Genau. Und vielleicht fragt ihr euch, warum so Web3 Communities so powerful oder so mächtig können sie. Und dort ist für mich der Punkt, dass es mega einfach ist, Contribution zu acknowledgen. Also mittlerweile gibt es mega viele verschiedene Sachen, wie eben der PoApp. Man kann sonst irgendwelche NFTs droppen. Es gibt NFTs zum Beispiel auf Git, wenn du contributest. Es gibt Git-PoApps. Ja, also das Bandbreite Spektrum ist ist groß, riesig, ja. ja. Genau, und du kannst dann immer genau, und anstatt so Paywalls zu haben, hast du dann Token-Walls sozusagen, wo du halt so wie wenn die Leute zum Beispiel, man könnte dann wie für die Meetups könnte man dann jedes Mal Tokens weggeben und dann könntest du wie schauen, okay, das sind treue Seelen und die haben viel investiert. Also die haben auch mehr Mitspracherecht, anstatt das über die finanziellen, sondern wirklich, dass es so meritokratisch strukturiert oder die Macht meritokratisch strukturiert ist. Genau, das ist der Punkt. Und das Coole ist eigentlich, dass jetzt eben die NFTs und die Tokens, die man dann könnte weggeben, die gehören zu einem Standard, dem ERC20, ERC721 und so weiter. Und Haben wir in der Vorlesung besprochen, also das sollte eigentlich mehr oder weniger klar sein, was es ist. genau, und all die Marketplaces und die verschiedenen Tools, die jeder baut im Web3, baut immer auf diesen Standards auf. Das heißt, man kann die Liquidität eigentlich nehmen und irgendwie in andere Produkte also wie verwenden. Das ist eigentlich das Coole. Wir aus Web3 sagen oftmals so Web2, also Google, Facebook und so Amazon. Dort hast du eigentlich immer die Datensilos und im Web3 hast du eigentlich eine Datenwahrheit sozusagen und alle bauen aufeinander auf. Und das macht es eigentlich so mächtig. Der Netzwerkeffekt, der kickt viel mehr ein. Das stimmt. Der Datenspeicher ist aber auch ein bisschen teurer als bei Ja, das ist so. Google und Amazon, Ja. wo dort ein bisschen günstiger ist. Aber das wird wahrscheinlich dann auch mit der Zeit abgedruckt werden. Danke sehr, ja. Ja, nochmal vielleicht eine kleine Wiederholung, wo wir vorher schon erwähnt haben.
Und eben, wir können da zusammen Hackathons raiden und ein bisschen Treasury vom DAO füllen. Wäre cool. Ich gehe mit dem Oli nach Lissabon an einen Okay. Hackathon und dort sind wir auch, haben wir auch vor, etwas für den DAO zu machen. Und Okay. vielleicht sehen wir dort den Schweizer per Zufall. Also bei jedem Hackathon, wo ich jetzt war, in Warschau oder in Berlin, hat es immer ein paar Schweizer gehabt. Also ich nehme an, dass es in Lissabon auch ein paar Schweizer wird haben. Wird wahrscheinlich so sein, ja. Genau. Weil das Spin-off ist auch noch ein spannendes Thema, weil wir dann halt Web3 ist so mega neu, dass also 2017, 2018 die Leute nur über Kryptowährungen geredet, das ist noch nicht wirklich so das Modulare gewesen, wo man aufeinander aufgebaut hat. Mittlerweile ist es so, aber das ist eben 3, 4 Jahre max. Also es ist noch so frisch, es gibt noch so viele Problemstellungen, die niemand angegangen hat. Und wenn wir uns gemeinsam so organisieren mit dem DAO, werden wir so Pain Points finden und wir wissen, die sind replizierbar für andere und dann könnten wir wie Spin-offs kreieren und ja, sozusagen Startups gründen aufgrund von unseren Erfahrungen, die wir zusammen sammeln. Auf Basis von dem, was wir Im DAO beim machen. DAO Ja, gelernt haben, was wir gemacht haben. genau. Okay. Ja, und das ist noch ein Slide, das ist 28. bis 30. Oktober in Lissabon. Dort gibt es auch noch, habe ich gerade heute in den News berichtet, gibt es auch noch gerade eine Konferenzveranstaltung im Tessin. Dort gibt es auch noch, also kein Hackathon, ist einfach Konferenz. Okay. Aber momentan läuft sehr viel in dem Crypto-Space mit sehr vielen Meetings, sehr Ja, vielen Hackathons. wo ich eingestiegen bin, Anfangs Jahr, hat es wirklich fast nichts gehabt. Das war noch so ein bisschen der Covid-Aftermath gewesen. Aber mittlerweile fängt es recht an laufen. Aber ja, so Okay. Developer-spezifisch habe ich eh noch nicht so viel gesehen in der Schweiz. Oh, Genau. okay. Es gibt dann eben am Mittwoch eine Möglichkeit, ein PoApp zu beziehen. Es ist über einen QR-Code. Ihr braucht jetzt PoApp-App. Das ist noch vielleicht eine wichtige. Kann man einfach eine Adresse angeben? Also rein theoretisch Ja, würde das ja kann. MetaMask-Adresse lange, hätte ich gesagt. Ja, also, ja, können wir mal schauen. Aber finden wir raus, Finden wir genau. raus. Ich habe selber Und auch noch nicht herausgefunden. genau, als Studenten, ihr habt jetzt sicher, die meisten haben MetaMask installiert, das heißt, ihr habt dort eine Adresse. Und wenn ihr die wollt brauchen, die könnt ihr nachher auf Mainnet eben das Pop, das ist ein NFT, könnt ihr rüberkommen. Der NFT, den kann man auch transferieren, den kann man nachher auch anderen Leuten schicken. Und theoretisch könnte man dann nachher auf OpenSea handeln. Ja. Wahrscheinlich wird nicht so viel Wert haben, noch nicht, später dann vielleicht schon mal. Dann kann man sagen, man hat zu den Early Contributors gehört. Genau, aber man kann dort mal umspielen, ja. Ja. Man kann vielleicht ein bisschen Whitewashing betreiben und dann einen Kollegen bietet und gibt auch das Geld wieder zurück, dass einfach dort eine grosse Zahl steht. Aber ja, aber man kann mit dem ganz, ganz viele lustige Sachen machen. Ja, und da habe ich noch zwei Links, der Linktree. Dort haben wir einen Discord-Server, wir haben ein LinkedIn und ein Twitter, könnt ihr uns dann gerne folgen. Auf der Webseite ist nicht viel, es ist nur so ein Weg nochmal für den Discord. Ja, genau. Und auch noch mein Twitter ist dort, falls ihr Fragen habt. Also bei den Slides. Cool, und wenn startet der DAO jetzt, also wenn ist er on-chain, oder gibt es den schon, oder kommt der noch? Es gibt noch nicht On-Chain. Vielleicht machen wir das im Kreis von Lissabon. Das Ja. wissen wir noch nicht genau, aber wir sind jetzt ein bisschen wie so ein Path, so Milestones zu erarbeiten, also was wir jetzt genau machen werden, um das gut der Wachstum, der Grow Ja, ja. also hauptsächlich Token Economics. Also es ist nicht Token Economics, sondern mehr DAO Economics, wie so ein Ja. DAO kann self-sustained Ja, sein, genau, es dass es geht. einen Ja. Kreislauf gibt und dass nicht irgendwie, also dass jeder quasi einen Anreiz hat, dass es wie so einen Kreislauf gibt. Ja. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste. Das ist schon schwierig. Aber eben, wir machen es zum Lernen. Wir sind selber auch Anfänger sozusagen, aber Nein, ja. das finde ich gut. Also beim Challenge Task in dieser Vorlesung gibt es auch eine Gruppe, die gehen auch richtig DAO, Ja. so wie ich das gesehen habe. Und die haben sich mal den Governor Contract angeschaut bei Open Zeppelin. Vielleicht kannst du nachher auch Okay. am Mittwoch dort noch ein bisschen Input dazu geben. Ja. Ja, also vielleicht gibt es auch Okay. dort Ja. Möglichkeiten für einen Austausch. Ja, ist cool. Ja, das ist, glaube ich, sie. Aber
Wir haben keine Anforderungen als Knowledge whatsoever. Ich selber bin also erst so 7 Monate in dem Space. Genau. Cool. Dann danke vielmals und dann freue ich mich auf den Mittwoch am 10. Ja, ich mich Respektive auch. 10 ab 10 von 10. Okay. Dann droppen wir, wie man so schön sagt, airdroppen wir NFTs. Ja. Tipptopp. Vielen Dank, merci, dass du gekommen bist. Ja, danke dir.